Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Teamprojekt zusammen mit dem Chris. Du bist etwas leise, aber naja. Wir sind noch ein bisschen lauter schulden, Chris. So, geht's einmal was? Ja, was gibt's? Ah, jetzt. Jo, und was machst du so grad? Weizen säen. Und übrigens bin ich noch immer da am Steine sammeln wie in der letzten Folge. Und hast schon was von den zwei Chaoten gesehen? Tatsächlich nicht. Aber die haben tatsächlich ihren Rübenruder jetzt mal verkauft. Ist wenig auf dem Konto. Offensichtlich. Und unser dritter Mitarbeiter, der ist schon wieder in Urlaub oder wo der umbenannt ist. Der muss bitte lernen. Ah. Und es regnet dann noch. Das ist auch noch 0,5. Ja, jo, so geht's. Was haben wir sonst noch so zu machen, außer Steine sammeln? Tatsächlich gar nichts mehr. Das nächste, was jetzt anstehen würde, wäre die Zuckerrüben ernten und häckseln. Aber das dauert wahrscheinlich noch wegen der Zeit. Wie hast du das da in den Anhänger gebracht? Mit der Schaufel dann? Okay. Passt, damit du Bescheid weißt. Muss aber aufpassen, wenn dann dein Schaufeln tust, ist es recht schwer. Ja. Am besten immer nur 800 oder 700 Liter, ne? Dann mach ich jetzt erst einmal das Feld fertig und dann tue ich das aufloben. Was machen unsere Gewächshäuser und Mühle oder Bäckerei? Boah, die produzieren so vor sich hin.
Dann passt die. Die erste Bude ist auch schon produziert, das sind die gut. Also ist nur mehr das Feld, wo ich gerade unterwegs bin, oder sind noch mehrere zum Steine sammeln? Die 20 wäre da noch. Ah. Was ich tatsächlich auch überlegt habe, ob wir nicht die 15er umpflügen zu einem Feld quasi, weil eigentlich Wiesenfläche haben wir gut mit der einen Wiese, wo wir da oben haben. Ja, können wir dann schauen. Wenn wir mal da fertige Steine gesammelt haben. Muss ich erst einmal schauen, ob das. Gibt es eigentlich von dem Steinsammler noch was Größeres oder ist das das Größte? Dann nur noch Mod halt. Ah, okay. Ich habe zum Beispiel im Singleplayer einen mit 9 Meter, kann man auch 30 km/h fahren und so. Ein bisschen unrealistisch, aber mit maximal einer Million Kapazität im Tank. Ist ein bisschen schwarz von hinten. Geht. Hab das zwar noch nicht drin gehabt, aber 20.000 Liter habe ich auch schon drin gehabt. Mal eben kurz gemutet. Ja. Ja, jo, so geht's eben dahin. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig für euch. Aber was soll ich machen? Ich muss das machen. Ja. So, dann wird er immer gut sein und weniger von den Feldern. So von da, was wir noch machen müssen.
Eieiei. Oh, Ben wird da. Jo. Was machst du eigentlich gerade? Ich schau gerade kurz was. Weil ich mich gerade überlegt habe, auf das Feld, wo du gerade unterwegs bist, gleich Hafer zu sehen, aber das kann man eh noch nicht. Jojo. So, dann ist der Stein jetzt mal auch wieder voll. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne eine Bewertung da, schreibt einen netten Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.